Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. In der letzten Folge habe ich gesagt, dass wir zu Sebastian gehen und das werden wir jetzt auch tun. Ich habe anscheinend doch den falschen, nee, ist doch der richtige Wegschrein gewesen. Sebastian, wo bist du? Er war ja sehr aufgebracht. Oha, er hat Ominous gefunden. Sie ist am Boden zerstört. Sie hat euren Onkel begraben. Allein. Ich tat es für sie. Sebastian, Anne könnte es nicht ertragen, dich auszuliefern, aber... Was? Mich ausliefern? Sie hat gesehen, was passiert ist. Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken, Sebastian. Mich ausliefern? Sebastian. Hast du das gehört? Du hast es doch gesehen. Ich wollte meinem Onkel nie wehtun. Ich weiß. Unfassbar, dass er tot ist. Wie konnte das nur so schief gehen? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Oh, Anne. Ich wollte nur helfen. Ich kann jetzt nicht gehen. Anne braucht mich mehr denn je. Du verstehst es. Du kannst mit Ominous reden. Bring ihn zur Vernunft. Er hört auf dich. Ich muss zu Anne. Ich bin mir nicht sicher, ja. Also ich kann gerne mit ihm reden, aber ihn zur Vernunft bringen kann ich nicht. Sagen wir es mal so. Keine Sorge, Sebastian. Ich rede mit Ominous. Danke. Du bist wirklich eine gute Freundin. Ja, aber ich rede nicht so, wie du es denkst. Ich bin froh, dich zu kennen. Armer Sebastian. Ominous. Eine Katastrophe. Unglaublich. Nach dem letzten Treffen ging ich direkt nach Hogwarts. Bevor ich mit Black reden konnte, hörte ich von Anne. Ich bin sofort nach Feldcroft und fand sie bei Solomons Leiche. Sie war außer sich vor Kummer. Einerseits soll Sebastian die Konsequenzen tragen, andererseits erscheint es ihr unvorstellbar. Ich will Sebastian nicht verlieren, aber wir haben wohl keine Wahl. Seid ihr bescheuert? Nein, wir dürfen ihn nicht verraten. Warum? Ich meine, ja, er hat was Schlechtes getan. Okay. Ja, er soll natürlich auch irgendwo Konsequenzen spüren. Aber ich bin ganz ehrlich, trotz seiner ganzen Zwiespalt, man merkt ihn ja an, wie ihn das Ganze zerfrisst. Und er muss selbst jetzt damit klarkommen, was er getan hat. Aber ihn jetzt irre zu machen, nach Azkaban beispielsweise zu schicken, weil es wäre ja, denke ich mal, die einzige logische Konsequenz, die dann kommen würde. Es wird ihm einfach nicht helfen. Das ist genauso wie mit den ganzen Kids auf der Straße. Man muss das Ganze bei den Wurzeln packen. In dem Moment, wo die Sachen entstehen, muss man das Ganze klären und nicht im Nachhinein versuchen, den Scherbenhaufen irgendwie wieder zusammenzukehren. Aber dann ist er ja immer noch da. Das ist ja das Problem. Das ist einfach der falsche Weg. Und ganz ehrlich, Sebastian ist kein schlechter Mensch. Er hat es ja im Endeffekt mit dem... Er ist so ein bisschen der Antagonist, streng genommen. Ich weiß, wovon ich rede. Er hat es getan, weil er halt eben seine Schwester beschützen wollte, weil er seiner Schwester helfen wollte. Ja, das Ganze ist natürlich extrem aus dem Ruder geraten. Aber ganz ehrlich, ihn verraten und dann... Ich gehe mal davon aus, Azkaban und den ganzen Mist... Nee, also da bin ich wirklich absolut dagegen. Auf ihn einreden, ihn zur Vernunft bringen, ja, alles kein Thema, aber ausliefern, nein. Wir haben eine Wahl. Was bringt es, ihn jetzt auszuliefern? Er bereut es offensichtlich sehr. Eben. Er wird so etwas nie wieder tun. Das hat er schon oft behauptet. Aber wir müssen auch an Anne denken. Sie ist krank und hat jetzt ihren Onkel verloren. Willst du ihr auch noch ihren Bruder nehmen? Ich verstehe, was du meinst. Vielleicht hast du recht. So sehr ich glaube, dass Sebastian für seine Taten büßen sollte, würden wir damit auch Anne bestrafen. Ich hoffe, wir tun das Richtige. Ich rede mit Anne. Wenn ich es bin, stimmt sie dem Ganzen sicher zu. Danke, Ominous. Du bist ein guter Freund. Was auch vor uns liegt, wir müssen es gemeinsam angehen. Das weiß ich. Das definitiv. Ja, und damit scheint die Sache hier auch schon abgeschlossen zu sein. War aber doch noch ein bisschen kürzer, als ich gedacht hatte.
Wir werden natürlich nicht jetzt das Let's Play beenden, sondern wir werden jetzt natürlich eine andere Aufgabe annehmen, die wir weitermachen können. Moment, Aufgaben hier. Ach so, Poppy können wir jetzt gar nicht machen, genau. Ja, dann würde ich sagen, dass wir dann einfach mit Nutty weitermachen. Ich sollte sie fragen, wie es ihr geht. Ja. So, große Frage, wo ist sie? Also hier bin ich, das ist klar, aber sie muss doch irgendwo hier drin. Oder hat er das noch nicht angenommen, weil ich nicht rausgegangen bin? Ja, das ist es wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ach, da hinten, da. Wieso zeigt er mir denn nicht an, wie ich da hinkomme? Das ist auch ein bisschen blöd. Also ich hoffe, es funktioniert jetzt mit dem Porten und wir fliegen nicht wieder raus. Weil irgendwie scheint es hier doch mal wieder ein bisschen verbuggt zu sein. So, ja, das haben wir auch noch nicht gesehen. Ein wunderschöner Gemeinschaftsraum. Wir sind ja immer noch auf Weihnachten eingestimmt. Hätte ich bei dem ganzen Kram schon fast wieder vergessen, den wir hier erleben. Ich darf hier auch nicht laufen, ne, so wie es aussieht. Aber wirklich wunderschön hergerichtet. Das muss man denen ja mal lassen. So, jetzt darf ich mich endlich wieder vernünftig bewegen. Ja gut, okay, so ein Weinkeller, ne. Dass man den jetzt nicht unbedingt schmückt, kann ich auch verstehen. Wobei das natürlich der Eingang ist zu unserem Gemeinschaftsraum. Ach, sie scheint hier aber auch ganz in der Nähe zu sein. Ich sehe gerade wieder eine Tür. Revelio. Ich sehe aber nur... Was war das? Hä? Das sind die Stufen, oder? Ich sehe hier aber nur diese Fragezeichen. Ich sehe jetzt hier gerade... Och, hi, Hauself. Da oben sehe ich jetzt gerade auch nichts. Aber es kann sein, dass wir das schon mal gemacht haben. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Okay, also wir ignorieren das Ganze jetzt erstmal. Hier ist auch wieder so ein Ding. Moment. Lumos. Oh, das ist in dem Unterrichtsraum gewesen. Oh Gott. Oh. Okay, ich frag mal nicht nach. Moment, in dem Unterrichtsraum? Nee, das ist hier, ne? Das ist gar nicht der Unterrichtsraum. Das ist hier die große Halle. Es wäre, ach, da hinten, ja. Es wäre natürlich schon schön, wenn man das mal eben... Oh ne, der kommt doch so mit. Okay, muss ich nicht drüber springen. Wenn wir das mal eben kurz machen könnten, weil es ist mir gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt, beim letzten Mal. Oder ich wusste nicht, wo es war, keine Ahnung. Aber ich glaube, mir ist das noch nicht aufgefallen. So, zack. Nein, warum? Und eine neue Handbuchseite. Sehr schön. So, jetzt sprechen wir aber endlich mal mit Nutty hier. Beziehungsweise jetzt warten wir erstmal auf sie. Ah, ich wollte noch mit dir sprechen. Ja, ich bin eingeschlafen. Tut mir leid. Unglaublich, dass wir den Aschwinderinnen entkommen sind. Du bist übrigens Gesprächszimmer Nummer 1 in der Schule, seit du mich gerettet hast. Ich frage mich, woher alle davon wissen. Ich hab's meiner Mutter erzählt, in der Hoffnung, dass sie mir das Ganze eher verzeihen würde, wenn es von mir käme. Sie hat's wohl anderen Professoren erzählt. Sowas spricht sich schnell rum. Leider war sie sogar noch weniger nachsichtig, als ich gehofft hatte. Na super. Ja, klar ist ihre Sorge gerechtfertigt. Sie sollte natürlich auch stolz auf sie sein, dass sie das überlebt hat, ne? Aber klar, ihre Sorge ist natürlich gerechtfertigt. Ich kann ihr nicht verdenken, dass sie besorgt ist. Wir waren in gefährliche Aktivitäten verwickelt. Als die Erschwinderinnen mich einsperrten und bedrohten, kam mir der Gedanke, dass meine Mutter vielleicht doch recht hatte. Hat Officer Singer irgendwas mit unseren Beweisen gemacht? Nein, Harlow ist stark wie eh und je. Jemand muss ihn aufhalten. Ob nun wir oder Officer Singer. Wenn jemand Monster wie ihn im Matabeleland gestoppt hätte, würde mein Vater noch leben. Was genau ist mit deinem Vater passiert? Es war ein schöner Tag. Meine Mutter kümmerte sich um einen kranken Nachbarn und so galoppierten mein Vater und ich durch die Savanne. Galoppiert?
Dein Vater war auch ein Animagus, nehme ich an. Er konnte sich in eine prächtige Giraffe verwandeln. Er trug mich auf dem Rücken und ich hielt mich an seinem Hals fest. Wir waren auf dem Heimweg, als wir eine Gruppe von Banditen überraschten. Sie kam aus unserem Dorf. Einer sah mich, als er gerade das Tuch vom Gesicht nahm. Er schrie und zielte dann mit seinem Gewehr. Er wollte nicht, dass du ihn identifizierst. Genau. Mein Vater krümmte seinen Hals, um mich zu schützen, und wurde getroffen. Als er fiel, nahm mein Vater wieder menschliche Gestalt an. Als die Banditen das sahen, rannten sie panisch davon. Magie machte ihnen Angst. Und dann war er tot. Und es war meine Schuld. Deine Schuld? Inwiefern? Er starb, um mich zu schützen. Wäre ich fähig gewesen, mich selbst zu schützen, wäre er heute noch am Leben. Meine Mutter und ich versuchten, ohne ihn weiterzumachen, aber es wurde uns dort zu viel. Ein paar Jahre später zogen wir nach Schottland. Willst du die Aschwinderinnen ausschalten, um deinen Vater zu rächen? Nein. Rache treibt mich nicht an. Das würde mein Vater nicht wollen. Er und meine Mutter lehrten mich, dass es ein Privileg ist, für all jene zu kämpfen, die es nicht können. Auch wenn das manchmal heißt, ein Risiko einzugehen, ist es das wert. Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Und was hält deine Mutter von der ganzen Sache? Nun, wie du gesehen hast, macht sie sich große Sorgen. Ich glaube, es macht ihr bis heute zu schaffen, dass sie als Seherin den Tod meines Vaters nicht vorhergesehen hat. Sie vermisst ihn, genau wie ich. Darum versteht sie wohl mein Bedürfnis, für Gerechtigkeit zu sorgen, wann immer ich kann. Aber das heißt nicht, dass sie es gut heißt. Als Seherin den Tod des eigenen Mannes nicht vorhersehen, das ist schon heftig. Glaubst du, dein Vater wäre einverstanden mit dem, was wir tun? Oh je, das ist eine gute Frage. Theoretisch ja. Obwohl er sich sorgen würde, wie meine Mutter. Aber gerade er würde meine Verbissenheit sicher verstehen. Mein Vater hat nie einen Kampf für das Gute gescheut, egal wie rücksichtslos der Feind war. Und ich glaube, es hätte ihn gefreut zu wissen, dass ich eine Kameradin wie dich habe. Es tut mir leid, was du durchmachen musstest, Natti. Dein Vater klingt außergewöhnlich. Das war er. Wahrhaft außergewöhnlich. Danke für die lieben Worte. Wir tragen alle eine Last. Mein Vater hatte dazu ein Sprichwort. Ja, ich erinnere mich. Der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Ganz genau. Bald bereiten wir den Erschwinderinnen ein Ende. Und Harlow nehmen wir uns als erstes vor. Und wenn er weg ist, werden wir uns um Rookwood kümmern. Wir machen Fortschritte. Wir werden erfolgreich sein. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Du verdienst all das Lob, das du bekommen hast. Ja, sie ist ja irgendwie schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Was ist das denn für eine Kiste, was der mir hier anzeigt? Revelio. Hab ich hier irgendwas verpasst? Was ist das hier? Hat das damit irgendwas zu tun? Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber gut. Sie ist ja schon... Ich meine, klar, wenn ich solche Leute jetzt nicht hätte, dann... Oder wenn es die nicht geben würde, dann würden wir natürlich auch nicht so viele Abenteuer hier erleben. Das ist klar. Ich habe mich jetzt extra was bewegt, aber ich glaube... Ach ja, die Stunden... ja, wie heißen die jetzt? Diese Sanduhren halt. Stundengläser, oder wie heißen die? Was sind wir eigentlich? Moment, Hufflepuff ist gelb, ne? Also das zweite von links. Ist aber noch ganz viel Luft nach unten. Das ist doch alles oben. Ja, ich hatte gehofft, dass jetzt noch irgendwas Neues getriggert wird, aber anscheinend nicht. Da ich die Folge aber ein bisschen zu kurz finde, würde ich jetzt mal glatt behaupten, da grinst du schon, würde ich dann mal glatt behaupten, dass wir leider tatsächlich eine kleine Aufgabe dann noch machen werden und dass wir uns mal zum Flugtraining anmelden werden. Ich habe da ja sowas von überhaupt gar keine Lust drauf, wenn ich jetzt ehrlich bin. Jetzt zeigt ihr mir das wieder nicht richtig an, weil ich noch nicht rausgegangen bin. Das ist irgendwie so blöd. Jetzt steht drin, dass ich mit ihr reden soll. Ach so, da hinten ist das, oder? Ah ja, das ist da, okay. Dann nehme ich hier die Ausfahrt. So, warum zeigt ihr mir das jetzt nicht mehr an? Schwupp. Ach, kann ich jetzt nicht, wenn ich am Fliegen bin, oder? Wieso zeigt...
er mir das nicht ankommen. Fup. Hallo. Der will mir das nicht anzeigen. Willst du mich jetzt hier veräppeln? Was ist denn hier heute alles so verbuggt? Ist das euer Ernst? Das soll doch hier hinten sein. Wegpunkt festlegen. Ja, dann machen wir das doch so. Vielleicht zeigt ihr mir das jetzt an. Jetzt zeigt ihr mir das an. Warum auch immer mir das nicht angezeigt wird, wenn ich die Quest verfolge. Also irgendwas ist hier ganz, ganz seltsam im Moment. Okay. Da hinten ist sie. Die Frage ist jetzt, ist es noch Tag? Weil es ist so dunkel. Aber es sieht so nach Tag aus, ne? Weil ich würde nämlich ehrlich gesagt gerne im Hellen... Kann man das hier wegmachen? Kann man nicht wegmachen. Na, egal. Bestenliste ansehen. Ja, die Bestenliste interessiert mich eigentlich nicht. Ach so, ist doch woanders. Entschuldigung. Also jetzt bin ich sogar schon verwirrt wegen dem Besenfliegen hier. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich meine nämlich auch, das wäre weiter weg gewesen. Dass das nicht direkt hier gewesen wäre. Aber er will mir das irgendwie nicht mehr anzeigen. Ich weiß auch nicht. Ich gehe jetzt mal woanders hin. Wir haben hier noch kleine Nebenquests. Vielleicht machen wir einfach mal davon was. Das kann ich jetzt auch nicht anvisieren, oder wie? Hallo? So, das würde ich jetzt gerne anvisieren. Und da würde ich gerne hin. So. Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Ja, mir alles egal. Ich will einfach nur jetzt noch eine Quest machen, damit wir noch ein bisschen die Zeit überbrücken können. Ich kann nicht dorthin zurück. Hallo? Nimmst du das auch an? Kann ich Ihnen bei etwas behilflich sein, Mr. Adley. Edgar Adley. Und nein, ich glaube nicht. Milo und seine verrückten Pläne. Milo? Er war mein Freund. Hatte vor ein paar Tagen einen genialen Plan für ein paar schnelle Galeonen. Ich sollte ihm nur in den verbotenen Wald folgen. Hätte ich gewusst, dass er Gift von einer lebenden Akromantula besorgen wollte. Ach, armer Milo. So ein Ende hat er nicht verdient. Ich denke, er hat es verdient, oje. Es tut mir wirklich leid, das zu hören. Ach, danke. Ich kann gar nicht daran denken. Milos Leiche noch in der Höhle mit dem Flüchtigen. Der Flüchtige? Ach, Milos Name für die Akromantula. Er hatte ein Gespür für Dramatik. Als er starb, bat Milo mich, seine Taschenuhr mitzunehmen. Ein Erbstück. Damit seine Tochter etwas hat, das sie an ihn erinnert. Aber ich bin geflohen. Warum sollte man für Spinnengift sein Leben riskieren? Als Zaubertrankzutat ist das Akromantula-Gift sehr wertvoll. Vor allem, weil man es, wie der arme Milo bewiesen hat, von einer lebenden Akromantula unmöglich bekommt. Ja, dann töte sie doch einfach vorher. Wenn ich Zeit habe, kann ich nach dem Erbstück suchen, Mr. Adley. Sie können nicht zur Höhle der Akromantula gehen. Das wäre ihr Tod. Bitte, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Ach, da haben wir schon schlimmere Sachen gemacht. Kein Thema. So. Ach, wo könnte diese Akromantula-Höhle sein? Das weiß ich nicht, aber ich sehe auf jeden Fall... Moment, jetzt ist das Zeichen auf der anderen Seite? Ihr wollt mich doch veräppeln. Erst heißt es hier auf die Seite, dann auf die andere Seite. Ist das denn weit weg? Ich meine, klar, 1500 ist jetzt nicht direkt um die Ecke. Ach so, ja, er hat ja gesagt, im verbotenen Wald, ne? Dann porten wir doch mal dahin. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich... Muss die Alte mich immer so erschrecken, also ehrlich. So. Ist es nicht am besten, sich auf unbekannten Wegen auf sein Gespür zu verlassen? Der innere Scharfschütze ist doch sicher so etwas wie ein... Eine Art... Revelio. Oh, schreck mich doch nicht so. Oh, okay. Wir müssen also da runter, kein Thema. Okay. Wie ihr wisst, ist das schärfste Werkzeug eines Zauberers sein Verstand. Springe einfach. Die Höhle muss irgendwo in diesem Labyrinth sein. Was hier wohl noch drin ist. Wie wär's mit Spinnen? Ach so, ich nehme die ganze Zeit den falschen. Sag mir das doch, einer. Confringo, was war das? Revelio.
Was kam denn da runter? Ja, wo ist sie denn? Die Spinne. Jetzt ist die große Frage. Begrabe den Kopf. Der Sieg kam. Revelio. Moment, Moment, Moment. Finde die Höhle des Flüchtigen. Hä, wieso ist sie jetzt auf der anderen Seite? Okay. Ich dachte, ich sollte hier zu den Spinnen reingehen. Na gut, dann halt nicht. Geh mal woanders hin. Könnten wir uns in der großen Halle treffen? Nein, nicht jetzt. Ich habe eine schwere Zeit hinter mir. Von Revelio. Natti, es tut mir leid, ja, aber... Contringo, Potego, Bombada, Juliamos. Havana, wieder. Revelio. 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 Okay, wo sind die jetzt alle hin? Nein, wieso ist hinter mir jetzt plötzlich ein Spinnennetz? Wollt ihr mich veräppeln? Achso, ich kam daher. Was war das denn? Ui, ui, ui. Ach, das ist ein Eichhörnchen. Och, wie niedlich. Da vergesse ich die Spinnen ja sogar ganz. Das ist ein Eichhörnchen. Nicht kleben bleiben. Revelio. Wir wollen ja auch nicht irgendwo hin. Wir müssen ja anscheinend irgendwie so eine große Mega-Spinne kaputt machen oder so. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Oh Gott. Ist das die Akromantula-Höhle, die Mr. Adley erwähnte? Nehme an. Wenn da ein Riesenviech drin sitzt, vermutlich. Revelio. Ja, ich denke ja. Du bist ekelhaft, weißt du das? Jetzt, wo das erledigt ist, muss ich das Erbstück für Milos Tochter finden. Ach so, stimmt, das Erbstück brauchen wir. Jetzt weiß ich es auch wieder. Ich habe jetzt gerade zu viele Spinnen irgendwie gesehen. Und nicht mehr ans Erbstück gedacht, ehrlich gesagt. Contringo! Revelio. Kann man das nicht mit Revelio aufdecken? Soll ja eigentlich irgendwo hier im Kreis sein, ne? Contringo! Revelio! Ich mache mir hier erstmal meine ganzen Ausgänge. Revelio! Frei, aber hier zeigt er so gar nichts an. Da sind wir reingekommen. Nehmen wir mal den ersten Ausgang. Das muss ja irgendwo... Na gut, vielleicht im Bauch einer Spinne oder sowas, ne? Aber es muss ja irgendwo theoretisch rumliegen, in Anführungszeichen. Aber hier ist ja schon wieder der Außenbereich. Da kann es eigentlich nicht sein. Weil es wird ja angezeigt, dass es irgendwo hier drin sein soll. Revelio. Sag mir jetzt nur bitte nicht, dass das verbuggt ist, weil dann raste ich aus. Ich habe heute schon wirklich zu viel von... Ah, Moment, das sieht gut aus. Ach, die sind draußen, ja? War doch gerade irgendwas Blaues. Ich muss Mr. Adley dieses Erbstück bringen. Perfekt. Kann ich hier hochfliegen? Ab durch die Mitte. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, dann mache ich mich jetzt mal auf zu den Typen, der natürlich komplett in der anderen Ecke ist.
Ich glaube, ich kann auch hinporten. Und dann sehen wir uns gleich am Zielort wieder. Bis gleich. Ja, und nach einem erneuten Absturz. Welch Wunder, welch Wunder. Kann ich jetzt nochmal alles von vorne machen? Naja, alles zum Glück nicht, sondern in Anführungszeichen nur noch den Teil. Hier mit den Spinnen. So, stellen wir die auch nochmal eben in die Luft. Und dann sammeln wir die Sachen schnell ein. Dieses Erbstück bringen. So, ich porte trotzdem nochmal. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht nochmal rausfliege. Nur ich wollte euch das jetzt auch nicht vorenthalten, weil wie gesagt, im Moment ist echt der Wurm drin. Also seit knapp 2 Wochen, ja, etwa 2 Wochen, wenn nicht sogar ein bisschen länger, ist Hogwarts für einen Eimer. Man kann nicht mehr vernünftig porten und nichts. Ja, ich versuche es jetzt noch ein letztes Mal, ansonsten muss ich wirklich dahin fliegen. Es ist einfach nur noch nervig, das Spiel im Moment. Ah, sehr schön. Das hat dann ausnahmsweise doch mal geklappt. Ich bin begeistert, zumindest so halb, weil, wie gesagt, es ist extrem nervig. Haben Sie die Höhle des Mr. Adley, ich habe die Taschenuhr, die Milo bei sich trug. Bei Merlins Bad. Wie haben Sie... Ich will es gar nicht wissen. Eigentlich will ich nie wieder an diese Akromantula denken. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Erst eine Belohnung, hallo? Wie schön, dass Milos Tochter damit ein Andenken an ihn hat. Finde ich auch. So weit hergeholt seine Pläne auch waren, Milo war ein guter Freund. Ich werde ihn vermissen. Bitte, nehmen Sie diese Belohnung an. Für Ihre Mühen. Ja, ich werde jetzt noch mal ein bisschen was verkaufen und werde dann offline auch noch mal in den Raum der Wünsche gehen und meine Sachen da ein bisschen verkaufen. Ich verabschiede mich erstmal für diese Folge, weil ehrlich gesagt, ich habe auch schon wieder die Schnauze voll gerade von Hogwarts. Also ihr könnt nichts dafür, ich weiß, ich kann nichts dafür. Ich liebe dieses Spiel, aber wenn die Macher es noch nicht mal hinkriegen, das stabil laufen zu haben. Also es hat wunderbar funktioniert, als es rausgekommen ist. Es hat die ersten 2 Wochen oder so wunderbar funktioniert. Es gab keine Probleme damit. Ja, und dann haben sie das erste große Update reingeschmissen und seitdem gibt es nur noch Probleme. Und ja, seit dem vorletzten Update ist es jetzt, glaube ich, gewesen. Also zumindest dem vorletzten, was ich jetzt weiß. Ist das halt, also seit knapp 2, 2,5 Wochen ungefähr, ist es halt so, dass man nicht mehr richtig porten kann, dass man überall nur noch rausfliegt und ganz ehrlich, wer hat die Nerven, gerade in der Aufnahme stundenlang auf dem Besen rumzufliegen von A nach B, nur damit man mal irgendeine Aufgabe machen kann, das ist, ja. Ich denke, ich konzentriere mich erstmal die nächsten Tage ein bisschen darauf, Resident Evil 4 das Remake weiterzumachen. Spar mir damit so ein bisschen meine Nerven, beziehungsweise, ja, ich kann so ziemlich jedes andere Spiel spielen, weil ich habe solche Fehler noch bisher bei keinem Spiel erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde es natürlich nicht so weit kommen lassen, dass wir dazwischen Leerlauf haben, sondern ich werde trotzdem immer noch versuchen, weiterzumachen. Wenn es gar nicht mehr spielbar ist, dann werde ich das schon mitteilen. Ansonsten, ja, müsst ihr leider damit leben, dass ich irgendwie 4, 5 Schnitte in einem Video habe. Und das halt daran liegt, dass wir rausgeflogen sind oder ähnliches. Das tut mir dann wirklich leid, aber das geht dann nicht anders. Ja, wie gesagt, ich verkaufe noch ein bisschen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit der nächsten Quest. Ich glaube mit Natti war das nächste dann, was wir machen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.